Herzlich willkommen bei GümaTV. Du willst campen, weißt aber nicht, welches Fahrzeug für dich das Richtige ist. Es gibt ja sehr, sehr viel Auswahl in der Caravaning-Branche. Wir haben einmal die Urban Camper, wir haben die Campervans, wir haben die Wohnwagen und die Wohnmobile. Und auch da gibt es noch ganz, ganz verschiedene Fahrzeuge. Und wir wollen dir diese Frage heute beantworten, nämlich, was ist das richtige Campingfahrzeug für dich? Herzlich willkommen bei GümaTV. Zuerst ist es mal ganz, ganz wichtig, dass wir eine grundsätzliche Frage beantworten. Und zwar, welches Camping- oder Reiseverhalten ist für dich das Richtige? Also willst du lieber an einen Campingplatz fahren und dort 2 Wochen verbringen? Oder möchtest du eine Reise machen, wo du verschiedene Standorte anfährst? Denn das ist auch ein wesentlicher Faktor, der für die Auswahl des richtigen Fahrzeugs also sehr, sehr wichtig ist. Das zweite ist, wir werden uns die Fahrzeuge unter verschiedenen Kategorien heute anschauen und die miteinander vergleichen. Also der wichtigste Punkt ist selbstverständlich der Preis. Wir gehen auf die Geräumigkeit ein, auf den Platz oder beziehungsweise auch, wie viele Personen in das Fahrzeug reinpassen. Wir werden uns die Verfügbarkeit der verschiedenen Fahrzeuge anschauen, denn das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Wir werden die Autarkie uns anschauen und wie alltagstauglich ist das Fahrzeug. Und anhand dieser 5 Kategorien, also wir haben es in 5 Kategorien unterteilt, werden wir uns die verschiedenen Fahrzeuge anschauen. Und wie gesagt, immer unter der Prämisse dieser Grundfrage, was ist das richtige Campingverhalten? Jetzt starten wir rein mit dem Wohnwagen. So, bei der ersten Kategorie angekommen, gucken wir uns jetzt bei dem Wohnwagen erstmal genau an, also nach diesen 5 Punkten, die ich genannt habe, was so da die Faktenlage ist. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch einfach mal erklären, für wen denn der Wohnwagen überhaupt das Richtige ist. Viele von euch werden es vielleicht schon sich denken können, aber der Wohnwagen ist perfekt, wenn ihr damit mal einen Campingplatz anfahrt. Sprich, ihr fahrt damit auf dem Campingplatz und wollt auf diesem Campingplatz mal 2 Wochen miteinander verbringen. Auch sehr gut für Familien geeignet. Und dann könnt ihr nämlich von diesem Campingplatz aus die Region sehr gut erkunden, denn ihr habt ja euer Zugfahrzeug dabei. Das heißt, wenn ihr Start und Ziel habt und von diesem Start und Ziel dann einfach nur nach 2 Wochen wieder zurückfahren möchtet, dann ist der Wohnwagen eigentlich der perfekte Reisebegleiter. Wie ihr den Wohnwagen benutzt, ist selbstverständlich euch überlassen, aber das ist mal so für euch die Fallstricke, die für den Wohnwagen besonders gut geeignet sind. Was wir häufig auch haben, sind Dauercampingplätze, wo jemand sich einen großen Wohnwagen kauft, den einfach mal auf den Campingplatz stellt und dann dafür eine Art Miete bezahlt für den Monat. Und dann kann er sagen, nach einem halben Jahr will ich jetzt woanders hinziehen. Also dafür ist der Wohnwagen eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Fangen wir also mal mit unseren 5 Kategorien an und da kommen wir mal zum ersten Thema. Das ist nämlich das Thema Preis. Also hier haben wir einmal unsere ganzen Touring-Modelle zu sehen, auch hinten noch unsere ganzen Detlefs-Wohnwagen. Preislich ist der Wohnwagen natürlich unschlagbar. Selbst ein Touring, der im Wohnwagenbereich relativ teuer ist, ist im Vergleich zu einem Wohnmobil, einem Campervan oder auch einem Urban Vehicle auch extrem günstig. Und da ist auch der wesentliche Unterschied. Ja, ihr habt halt keine Motorentechnik, ihr habt nicht die Kosten, die ein Chassis mit sich bringt, sondern ihr habt nur einen Anhänger, auf den ein Aufbau aufgebaut wurde. Und da könnt ihr Wohnwagen mit 4 bis 6 Personen auch schon unter 20.000 Euro bekommen. Also heißt Price Range zwischen 17.000 Euro und 50.000 Euro. Wenn ihr allerdings bei 50.000 Euro angekommen seid, dann habt ihr wirklich einen Premium-Wohnwagen, der schon einem Tiny House gleicht. Das ist halt vom Quadratmeterpreis her wirklich mit Abstand der beste Begleiter, den ihr für eure Reise finden könnt. Da kommen wir auch auf das Thema Verfügbarkeit zu sprechen. Ich gebe euch mal gerne einen kleinen Einblick auf unseren Hof. Da seht ihr auch, was gerade aktuell da ist. Also wohnwagenseitig sind wir sehr, sehr gut bestückt, können auch sehr gut liefern. Auch der komplette Markt kann sehr gut liefern. Und ihr habt auch eine gewisse Preistoleranz seitens der Handelsplätze. Das heißt, auf einen Wohnwagen ist es wahrscheinlicher, einen Rabatt zu kriegen aktuell als auf ein Wohnmobil. Ist natürlich klar, wenn ihr diese ganze Lieferthematik mit den Chassis nicht habt, dass so ein Wohnwagen halt mal schnell gebaut ist und auch schnell an den Händler ausgeliefert wird. Ein wichtiger Punkt ist auch die Alltagstauglichkeit. Der ist beim Wohnwagen nach unserem Ermessen nicht so stark, denn wenn ihr mit dem Fahrzeug aufbrechen wollt, habt ihr immer relativ viel zu tun. Ihr müsst das Fahrzeug anhängen, ihr müsst das Fahrzeug irgendwo abstellen können, aber auch
diebstahlgeschützt irgendwo abstellen können. Denn jeder, der praktisch ein Auto hat mit einer Anhängerkupplung, kann euch den rein theoretisch klauen. Natürlich gibt es da auch Parkkrallen oder sonst was, die ihr anbringen könnt. Aber es ist nochmal was anderes, wie wenn ihr ein Wohnmobil irgendwo abstellt. Das heißt, die sind auch relativ sperrig. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier so einen Einsteigerwohnwagen haben, das ist jetzt der Detlef Seachoy, der kommt, klar, preislich top, der kommt jetzt auf eine Länge von 7,08 Meter und das ist wie gesagt ein Einsteigerwohnwagen. Ein Wohnmobil, was in dem Einsteigersegment ist, hat diese Länge beispielsweise nicht und ist besser mobil zu verschieben, als das bei so einem Wohnwagen eben der Fall ist. Also Alltagstauglichkeit sehr, sehr schwierig. Auch wenn ihr das Fahrzeug mal von A nach B bewegen wollt, braucht ihr immer ein Zugfahrzeug. Und dieses Zugfahrzeug inklusive dem Wohnwagen macht das ganze Gespann natürlich sehr lang und sperrig. Sprich, das Teil mal irgendwo abzustellen, ist wesentlich unentspannter, als das bei einem Wohnmobil der Fall ist. Dafür gibt es aber auch Lösungen, zum Beispiel ein Mover. Den könnt ihr natürlich bei uns auch einbauen lassen oder auch ab Werk bestellen. Dann habt ihr, zumindest was das angeht, schon mal etwas bessere Rangierfähigkeit. Ein wichtiges Thema ist auch Geräumigkeit, Platz. Also das ist jetzt ein Fahrzeug, wir wollten bewusst jetzt mal in dem Einsteigersegment, weil wenn ihr natürlich mehr zahlt, habt ihr auch mehr Platz. Wir kommen aber nochmal in einen Premium-Wohnwagen, um euch den auch nochmal zu verdeutlichen, wie viel Raumangebot ihr habt. Ja, also wir stehen hier in einem Wohnwagen, der kostet 25.000 Euro. Das ist nichts. Und ihr habt hier für 6 Personen Schlafplätze und auch Platz. Ja, also hier hinten ist das Doppelbett beispielsweise für die Eltern. Der Josh steht gerade vor dem Kinderbett. Da blenden wir euch auch einfach mal kurz einen kleinen Cut ein. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Ganze zu einem Bett umbauen. Sprich, die Geräumigkeit in so einem Wohnwagen ist sehr, sehr gut. Also das ist wirklich ein krasses Verkaufsargument, das für den Wohnwagen spricht. Auch die ganzen Armaturen, Küche, Bad, das ist natürlich auch dabei. Wir haben auch Platz bei den ganzen einzelnen Geschichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal in so ein Bad reinstehe, habe ich meistens da auch noch mal einen besseren Platz. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze auch mal in einem Premium-Wohnwagen an. Das sehen wir uns gleich. So, jetzt in einem unserer Knallergrundrisse hier im Wohnwagen, dem Bedouin Scandinavia 690 BQT. Da könnt ihr mal sehen, wie viel Platz so ein Wohnwagen bietet. Und das Fahrzeug, der ist jetzt allerdings schon über 60.000 Euro, aber vergleicht es mal mit einem Wohnmobil, da wärt ihr schon im 200.000er Bereich für den Platz, den so ein Wohnwagen hier bietet. Ja, es also heißt nochmal ein sehr, sehr großer Pluspunkt, was das Fahrzeug angeht. Wir haben noch eine Kategorie und das ist das Thema Autarkie. Und da ist es eigentlich auch beim Wohnwagen generell unüblich, die Fahrzeuge komplett autark auszustatten. Das heißt, Solar auf dem Dach oder ein großes Batteriepaket hat man meistens nicht drin. Das ist auch ein kleiner Nachteil, denn Autarkie ist hier nicht so wirklich gegeben. Das Fahrzeug kann auch wirklich nicht mal irgendwo abseits stehen oder auf dem Stellplatz ist es halt schwierig, mit einem Wohnwagen unterzukommen. Denn mit einem Wohnwagen müsst ihr meistens auf den Campingplatz gehen. Rein von der rechtlichen Seite her. Und ihr habt natürlich dann häufig auch gar nicht mehr so viel Zuladung, um da noch irgendwelche Batteriepakete reinzumachen. Denn der Wohnwagen ist ja so, wie er ist, schon relativ gut ausgestattet. Aber seht natürlich platzmäßig und wie viele Personen dann auch in so einem Wohnwagen Platz haben, das ist natürlich dann schon unvergleichlich. Also kleines Mini-Fazit zu dem Wohnwagen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Vorteil, Preis pro Quadratmeter. Man hat sehr viel Platz, perfekt für Familien. Also das sind die idealen Familiengrundrisse. Auch beim Wohnwagenbereich haben wir sehr, sehr viel Auswahl. Und wir kriegen, wie schon gesagt, für ein kleines Geld schon sehr, sehr viel. Einen Moment. Weiterer Vorteil, ihr habt keinen Motor dabei. Das heißt, ihr habt nur die Räder, die sich drehen und halt ein paar Stoßdämpfer. Wie gesagt, auch noch die Anhängerkupplung des Chassis. Heißt, der Verschleiß bei einem Wohnwagen ist, der hält sich in Grenzen. Also ihr habt da keine Motorproblematik oder irgendwie die Problematik, dass der Motor irgendwann mal out sein wird oder sonst was oder dass man da nicht mehr in die Städte reinfahren darf. Ist halt alles pro für den Wohnwagen. Nachteile habe ich euch auch schon im Gespräch gesagt. Der größte Nachteil ist, ihr braucht ein Zugfahrzeug und den adäquaten Führerschein dazu. Das heißt, wenn ihr das nicht habt, müsst ihr das erstmal anschaffen und dann wäre das natürlich auch eine Milchmädchenrechnung, dass dann der Wohnwagen zum Schluss auch teurer wird. Sperrig ist er auch, denn ihr könnt ihn nicht so leicht von A nach B bewegen. Ihr braucht immer ein Zugfahrzeug und ihr könnt ihn auch nicht einfach so mal irgendwo abstellen, denn ihr müsst immer Gefahr laufen, dass euch der
der Wohnwagen auch abgekuppelt werden kann und jemand den einfach mitnimmt. Das ist natürlich dann auch nicht so toll. Weiterer Nachteil, mit dem Wohnwagen ist es nicht so einfach, sich einfach mal wild irgendwo hinzustellen. Weder so, dass es überhaupt einfach ist, da überhaupt hinzukommen, noch dass es gesetzlich erlaubt ist. Denn wenn ihr bei einem Wohnwagen drin schlaft oder die Stützen runter macht, dann wird euch sozusagen ein Campingverhalten nachgesagt. Beim Wohnmobil könnt ihr das ein bisschen argumentieren, dass ihr jetzt eure Fahrtüchtigkeit wiederherstellen wollt. Sprich, große Stärke hat der Wohnwagen einfach darin, auf dem Campingplatz zu fahren und von dort aus dann mit dem Auto die Region zu erkunden. Dafür ist es perfekt, denn ihr habt euer Zugfahrzeug eigentlich immer dabei. Aber der Wohnwagen hat ein kleines Imageproblem, denn wenn wir uns mal in die USA begeben, ich war auch vor kurzem dort, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, dort ist das ganze Thema Wohnwagen viel, viel größer aufgezogen und auch viel mehr in dem Thema Image drin. Dort haben die Leute natürlich auch andere Zugfahrzeuge und andere Gewichtsbeschränkungen. Aber per se macht das Fahrzeug eigentlich, wenn man sich mal so die Fakten über die Ohren schlagen lässt, eigentlich sehr, sehr viel Sinn. Und deswegen von uns ein Fazit für alle, die vielleicht mit dem Camping anfangen wollen, ein kleines Zugfahrzeug haben, wäre der Wohnwagen eigentlich der ideale Einsteiger für euch und vor allem auch für größere Familien. Und dann sind wir auch schon beim Urban Camper angekommen. Da auch wieder von mir so eine kleine Einordnung. Für wen ist denn der Urban Camper eigentlich das richtige Fahrzeug? Ich selber habe schon mal Urlaub gemacht mit einem Crosscamp Light. War für mich eigentlich eine sehr tolle Erfahrung, denn wir haben diesen Trip verbunden. Wir sind mit dem Fahrzeug nach Schweden gefahren und beispielsweise Schweden schafft man nicht in einem Tag. Somit mussten wir noch mal einen Tag übernachten. Dafür war das Auto eigentlich perfekt. Sprich, wenn ich wirklich mal längere Reisen vorhabe oder einfach mal am Freitagabend irgendwo bei einem Weinfest in der Pfalz übernachten möchte, dann ist der Urban Camper eigentlich perfekt, denn er ist obendrein ja noch alltagstauglich. Das heißt, ihr könnt das Fahrzeug einfach mal für den Einkauf benutzen oder um die Kinder mal zum Fußball zu fahren. Also das ist beim Urban Camper halt wirklich sehr, sehr gut gegeben. Von der Preisrange, um mit der ersten Kategorie auch anzufangen, ist der eigentlich fast schon der den teuersten Quadratmeterpreis hat. Also wir fangen da auch beim 50.000 Euro an und schaffen es dann bis zu 80.000 Euro. Aber wenn ihr euch natürlich die Größe von dem Fahrzeug anschaut, dann könnte man schon denken, ja, ist das denn jetzt eigentlich noch gerecht? Aber die Preise entstehen ja nicht aus dem Nichts, denn ihr habt hier selbstverständlich auch einen PKW drunter. Und das ist dann auch das Thema, wo ich dann zum Schluss noch zum Punkt Alltagstauglichkeit komme. Ja, die Verfügbarkeit bei den Fahrzeugen ist extrem gut. Ich denke, man sieht das auch, wenn ich einfach mal hier rumschwenke für euch. Wir haben aktuell ganz gut Urban Vehicle dastehen und wir haben natürlich dann auch eine sehr, sehr gute Auswahl, was das angeht. Und auch was den Preis angeht, um den Bogen noch mal kurz zu spannen, auch da sind Rabatte derzeit möglich und auch machbar. Also heißt, auch da kriegt ihr aktuell was, einfach die Autos sind verfügbar. Und dann sind wir auch schon beim Thema Alltagstauglichkeit. Da würde ich euch einfach mal bitten, mit mir ins Fahrerhaus zu kommen, denn da kann ich ein bisschen auch was über die Alltagstauglichkeit erklären. Ja, alltagstauglich ist das Fahrzeug allemal. Wir haben bei fast jedem Urban Vehicle die Möglichkeit. Erstens mal haben wir eine Sitzbank hinten, können dann aber noch zwei zusätzliche Sitze in die Schiene mit einführen. Sprich, wenn ich das Fahrzeug mal nicht zum Reisen benutze, kann ich damit zur Arbeit fahren, ich kann die Einkäufe tätigen. Ich kann aber auch mal zu IKEA fahren und dort auch mal ein größeres Paket mitnehmen. Ich könnte auch meine Kinder mitnehmen, denn ich habe hier meistens 6 bis 7 Personen Platz in dem Fahrzeug drinne. Und es ist ein PKW. Beim Campervan-Bereich geht es halt los, da seid ihr im Nutzfahrzeugbereich, sprich Fiat Ducato, Mercedes Sprinter oder Ford Transit. Und das hier ist dann schon wirklich die PKW-Variante der beiden. Das heißt einfach sehr, sehr viel entspannter. Und ihr merkt es auch beim Fahren auf der Autobahn oder sonst was. Ihr könnt mal 150 km/h fahren, ohne dass ihr jetzt das Gefühl habt, es schwankt hin und her. Dementsprechend ist der Motor auch ruhig, weil es alles sehr, sehr gut isoliert ist. Meistens habt ihr auch ein PKW-ähnliches Infotainment-System, in dem Fall jetzt hier bei Ford eigentlich auch ganz gut und dann noch eine Automatik dazu. Und dann seid ihr da eigentlich ganz gut gewappnet und habt da eigentlich schon eine ganz gute Basic-Ausstattung bei den Urban Vehicle. Jetzt haben wir noch zwei Kategorien und zwar Geräumigkeit und Autarkie. Ich gehe erstmal auf die Geräumigkeit ein. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo ihr sehen könnt, was ich euch gerade erwähnt hatte. Wir haben hier 6 Sitzplätze, noch 2 Stecksitze, also auch das Thema Alltagsfähigkeit noch mal kurz erwähnt.
hier in unserem Leica Cosmo. Und die Geräumigkeit ist natürlich sehr beschränkt. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich hier zu viert als Familie drin schlafen möchte, dann ist das natürlich schon etwas herausfordernd. Ja? Also ich muss das Bett umklappen, ich habe wenig Stauraum, wenig Platz, auch Personenanzahl zum Schlafen. Also klar, vier Personen kriege ich hier rein theoretisch unter für Schlafplätze. Aber das ganze Gepäck muss auch irgendwo hin. Ja? Und wenn es jetzt beispielsweise draußen regnet, könnt ihr das nicht einfach so draußen lagern. Dann habt ihr ein kleines Problem. Klar haben wir noch unser Aufstelldach. Aber das ist natürlich an der Stelle, da schneidet der Urban Camper definitiv am schlechtesten ab, was das Thema Platz, Stauraum und auch Personenanzahl angeht. Auch das Thema Autarkie ist beim Urban Camper so gut wie gar nicht vorhanden. Wir haben meistens eine Dieselheizung verbaut. Das ist dann wiederum ein großer Vorteil, denn ihr könnt mal ein, zwei Nächte im Freien stehen oder im Wilden stehen, ohne dass ihr jetzt vielleicht Strom braucht. Aber große Batteriepakete oder Wechselrichter sind beim Urban Camper meistens nie verbaut und auch sehr, sehr schwer möglich, weil wenn ihr jetzt noch mehr Stauraum für die Batterie oder für gewisse Pakete wegnehmt, dann habt ihr selbstverständlich noch weniger Platz für euer Gepäck. Und meistens haben die Fahrzeuge auch kein EBL, das heißt kein zentrales Steuersystem, wo man das Ganze ineinander reinfließen lassen könnte. Ich weiß, dass es solche Sachen trotzdem gibt, aber Autarkie ist mit dem Fahrzeug eher weniger der Fall. Zumal ihr auch denken müsst, ihr habt ja meistens gar keine Dusche und gar keine Toilette mit an Bord. Da könnte man jetzt sich vielleicht mit einem Potta-Potti aushelfen und vielleicht eine Außendusche, sonst was. Also es gibt Möglichkeiten, aber im Thema Autarkie schneidet der Urban Camper auch relativ schlecht ab. Wieder mal ein kleines Mini-Fazit. Ich fasse nochmal Vor- und Nachteile von dem Urban Camper zusammen. Großer Vorteil ist auf jeden Fall die Alltagsfähigkeit, also diese Möglichkeit, mit dem Fahrzeug eigentlich alles zu machen, bis hin da drin zu schlafen, aber auch mal zu IKEA zu fahren, um mal größere sperrige Sachen mitzunehmen. Ihr könnt mit dem Fahrzeug auf jedem PKW-Parkplatz fahren und passt meistens auch in jedes Parkhaus rein. Habe ich selber auch schon getestet. Das funktioniert alles unfassbar gut. Das heißt, auch mal in eine Stadt wie Frankfurt, Berlin, München, Köln ist gar kein Problem, mit dem Fahrzeug zu fahren. Natürlich auch die italienischen Kleinstädte, wo man auch mal wirklich nicht so viel Platz links und rechts hat, macht das Ganze dann noch deutlich entspannter. Auch, dass da es ein PKW ist, also ein richtiger PKW, und der nicht irgendwie für die Nutzfahrzeugbranche gebaut wurde. Das merkt ihr auch beim Fahren. Der ist laufruhiger, der ist entspannter. Da sitzt ihr halt in einem PKW, ihr habt den Komfort eines PKWs und ihr könnt natürlich auch mal schneller fahren als 120, ohne dass ihr Angst habt, vom nächsten Wind gleich in den Graben transportiert werdet. Die negativen Sachen sind auch nicht von der Hand zu weisen. Hoher Quadratmeterpreis, ihr habt wenig Platz und dementsprechend auch wenig Komfort. Wenn ihr, also wir haben es zu zweit selbst auch getestet, also ich habe oben geschlafen, mein Kumpel unten, und wir hatten dann wirklich das Problem, dass unser Gepäck nicht mehr ins Fahrzeug gepasst hat und wir es draußen vor dem Fahrzeug platzieren mussten. War natürlich auch kein Problem, weil das eine trockene Sommernacht war. Aber da muss man sich natürlich auch drauf einstellen. Für Paare beispielsweise wäre das Fahrzeug, wie gesagt, perfekt, wenn man mal das ein oder andere Wochenende verbringen möchte. Für vier Personen wird es dann natürlich etwas stressiger. Und genau das sind so die Hauptnachteile, die so ein Urban Camper mit sich bringt. Genau, so viel zum Urban Camper. Aber der Urban Camper hat noch einen größeren Bruder oder größere Schwester. Und das ist der Campervan. Und was da der Unterschied ist und was den besonders gut macht oder auch vielleicht etwas schlecht, das gucken wir uns jetzt an. Und angekommen beim Campervan geht es dann natürlich auch gerade weiter. Der hat natürlich viele Ähnlichkeiten, Parallelen auch zu unserem Urban Camper, den wir gerade hatten. Aber auch da ist es noch mal ein bisschen anders. Ich habe ja gesagt, dass der Urban Camper eher für Leute ist, die mal ein, zwei Nächte überbrücken können oder perfekt wäre. Und der Campervan ist tatsächlich perfekt für all diejenigen, die eine längere Reise haben, aber innerhalb dieser Reise gerne verschiedene Standorte anfahren. Also was ich auch häufig auf YouTube sehe, ist ja dieses typische Vanlife. Das heißt, es fahren Leute oder eine Gruppe von Leuten mit ihren Campervans los, treffen sich auf irgendeinem Stellplatz, fahren dann am nächsten Tag weiter zum nächsten Stellplatz und verbringen dann zwei, drei Wochen trotzdem in ihrem Campervan. Und dafür ist der Campervan eigentlich ideal. Um auch die Kategorien dann nochmal abzufrühstücken, dort haben wir preislich auch, hat sich einiges getan. Also der Campervan fängt bei ca. 55.000 an, also ist eher der Grundpreis, und hört dann so bei 120.000, 130.000 Euro auf. Also klar,
Sky's the limit. Es gibt natürlich noch Campervans, die deutlich teurer sind, so auch beim Urban Camper Bereich oder beim Wohnwagen. Aber so die meisten Fahrzeuge bewegen sich in der Range. Der Preis pro Quadratmeter bewegt sich also beim Campervan so an auf dem dritten Platz. Also Wohnwagen ist die Nummer eins, als zweites kommt das Wohnmobil und auf dem dritten Platz wäre dann der Campervan vor dem Urban Camper. Das ist also hier nochmal einen besseren Quadratmeterpreis, als das beim Urban Camper der Fall ist. Verfügbarkeit hat sich beim Campervan tatsächlich verbessert zu den letzten Jahren, aber das war in den letzten zwei Jahren zum Beispiel ein sehr, sehr limitiertes Gut, kann man schon sagen. Also die Campervans waren extrem ausverkauft und auch sehr stark nachgefragt. Das hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen gedreht. Das heißt also auch, Verfügbarkeit im Campervan-Segment ist besser geworden. Was natürlich auch zur Folge hat, weil wir in dem Campervan-Bereich nicht so viel Varianz haben. Das heißt also nicht so eine große Vielfalt oder nicht so viele große Grundrisse, denn meistens bewegt sich auf 540er, 600er und 640er Grundrissen und that's it. Und somit habt ihr dann natürlich nicht diese Problematik, dass genau der spezielle Grundriss jetzt mal irgendwo steht. Beispielsweise. Was die Alltagstauglichkeit angeht, belegt der Campervan definitiv Platz 2. Also ist kompakt, kann man gut mal irgendwo abstellen. Oftmals auch auf Pkw-Parkplätzen möglich zu parken. Auch wenn ihr jetzt mal einkaufen geht, ist es mit dem Campervan eigentlich weniger ein Problem. Ihr kommt auch gerade in den kleineren Straßen in Italien eigentlich ganz gut voran. Also Alltagstauglichkeit definitiv Platz 2 hinter dem Urban Camper. Auch da ist die Möglichkeit, da ihr meistens Hecktüren habt, wo ihr nach hinten durchladen könnt, auch mal größere, sperrigere Sachen von einem IKEA oder sowas zu transportieren oder auch mal einen kleineren Umzug zu machen. Dafür wäre ein Campervan beispielsweise auch gut möglich. Aber deswegen auch Platz 2 natürlich nicht ganz so praktikabel, wie das beispielsweise ein Urban Camper der Fall wäre. Dann sind wir aber beim Thema Geräumigkeit. Wir haben extra mal einen 540er rausgesucht, der halt relativ kurz ist, hier im Sunlight Cliff. Also platzmäßig natürlich noch mal deutlich besser als beim Urban Camper. Ich kann mich hier hinten auch gut bewegen. Vor allem, das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Argument, ihr habt hier halt eine richtige Matratze drin. Auch bei den meisten Campervans drumherum. Und hier beispielsweise dann auch noch ein vollwertiges Bad. Mit Toilette mit dazu, natürlich platzmäßig könnte es ein bisschen besser sein, aber ihr habt alles da. Das heißt, auch was das Thema Autarkie angeht, seid ihr mit so einem Fahrzeug deutlich besser unterwegs als dann beispielsweise mit einem Wohnwagen oder einem Urban Camper. Denn auch einen Campervan kann man ganz häufig auch mit einem tollen Batteriepaket, ein bisschen Solar auf dem Dach ausstatten, auch einem Wechselrichter, sodass ihr da auch mal ein paar Tage oder vielleicht sogar auch mal eine Woche oder zwei Wochen mit so einem Campervan stehen könnt. Ihr habt ja auch alles dabei, ihr habt eine Toilettenkassette, ihr habt einen Wasserkreislauf mit Wassertank und Abwassertank. Alles das, was meistens ein Urban Camper dann schon wieder nicht zu bieten hat. Das heißt also hier nochmal wesentlich mehr Komfort und Platz sowie auch bessere Autarkie. Die Campervans sind in den wahrscheinlich zu 99% auf 4 Personen beschränkt. Hier haben wir jetzt beispielsweise kein Aufstelldach dabei, aber es ist eigentlich in jedem Campervan möglich. Dann hier nochmal 2 Personen für die Sitzplätze und vorne nochmal 2 Personen, die dann im Führerhaus sitzen können. Sprich, also da ist natürlich auch ein bisschen die Grenzen gesetzt. Kleiner Nachteil auch zum Urban Camper, dass ihr nicht 6 Personen mitnehmen könnt oder das Fahrzeug dann mal umfunktionieren könnt. Oder auch jetzt, sage ich mal, zum Wohnwagen, wo dann auch mal mehr Leute drin schlafen können. Aber irgendwie so eine gute Zwischenlösung zwischen beiden, um auch mal, ja, wenn man will, auch mal mit 4 Personen dann wegzufahren. Mini-Fazit Campervan. Was sind die eindeutigen Vorteile, die der Campervan besitzt? Bin ich auch gerade noch mal drauf eingegangen. Besserer Quadratmeterpreis. Ihr habt das nötige Maß an Komfort drinne und trotzdem noch diese Kompaktheit, die so ein Campervan etwas besonders macht. Sprich, vollwertiges Bett, eine Toilette, eine Dusche, einen Wassertank, einen Abwassertank und auch schon einen Elektroblock, wie es dann die großen Wohnmobile drin haben. Ihr seid sehr flexibel mit so einem Campervan durch die kompakten Abmaße. Also beispielsweise hier 5,40 Meter könnt ihr das Fahrzeug auch mal wirklich gut irgendwo hinstellen. Passt vielleicht auch noch in die ein oder andere Längsparklücke in der Stadt sogar rein. Das heißt also, beim Campervan habt ihr nochmal so einen urbanen Charakter gepaart mit diesem Wohnmobilcharakter in einem. Auch da nochmal ein großer Vorteil gegenüber den anderen Fahrzeugen. Nachteile sind hingegen dann auch,
dass ihr hier schon im Nutzfahrzeugbereich seid. Das heißt, die Fahrzeuge sind auch relativ laut. Ihr habt natürlich nicht die Anfälligkeit wie ein Wohnmobil, aber ihr habt auch keinen klassischen PKW mehr, sondern wie gesagt, Ducato und Mercedes Sprinter, das sind eigentlich dem Nutzfahrzeugbereich zweckdienlich und daher natürlich nicht so komfortabel wie so ein PKW, gerade wenn es das Reisen angeht. Auch Parkhäuser könnt ihr mit den Fahrzeugen meistens nicht anfahren, also auch da der Nachteil beispielsweise zum Urban Camper. Weiterer Nachteil ist natürlich, dass ihr innen drin auch nicht so viel Platz habt wie in einem Wohnmobil. Auch der Quadratmeterpreis bei einem Campervan ist nicht so gut, wie das beispielsweise bei dem Wohnwagen der Fall ist. Also auch relativ eng. Und was wir häufig noch haben, ist, dass die Fahrzeuge nicht wirklich gut isoliert sind. Haben wir natürlich bei einem Urban Camper auch, aber hier haben wir ja schon einen höheren Anspruch, was den Komfort angeht. Und auch das ist dann ein Nachteil, den wir beispielsweise dann vor allem auch zum Wohnmobil haben. Jetzt kommen wir noch zu unserem guten Schluss und zwar dem, was diese Branche eigentlich so ausmacht und so groß gemacht hat, und zwar dem Wohnmobil. Denn das Wohnmobil ist auch in dieser Kategorie selbstverständlich nicht zu übersehen und wahrscheinlich auch die größte Kategorie und auch der größte Markt aktuell. Wir haben auch bei den Wohnmobilen noch eine kleine Differenzierung, denn ihr könnt jetzt beim Wohnmobil jetzt trotzdem noch einen Alkoven, einen integrierten und einen Alkoven. Ihr könnt jetzt noch einen Alkoven, einen integrierten und einen teilintegrierten auswählen. Da wäre es vielleicht mal ganz cool, wenn ihr euer Feedback uns in die Kommentare schreibt, ob so ein Video gewünscht ist, weil wir haben das tatsächlich gerade in Planung, ob wir auch mal wirklich den Vergleich nochmal neu auflegen lassen zwischen Alkoven, integriert und teilintegriert, wo da die Vor- und Nachteile liegen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Wohnmobil, denn da haben wir nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Denn für wen ist denn das Wohnmobil eigentlich das Richtige? Und da ist es so ein bisschen das Bindeglied zwischen Wohnwagen und Campervan, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Auch mit einem Wohnmobil kann man sich 2 Wochen an den Campingplatz stellen. Man kann aber mit einem Wohnmobil auch auf einen Stellplatz gehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Größe ab, die das Fahrzeug hat. Was die Leute häufig mit den Wohnmobilen machen, ist mal mehrere Tage auf dem Campingplatz zu stellen, sich dann aber auch mal wieder auf einen Stellplatz zu stellen oder dann mal vielleicht auch den einen oder anderen Tag auf irgendeinem Parkplatz oder wild zu verbringen. Also all das ist mit einem Wohnmobil möglich. Ihr habt also diese Kombination, auf der einen Seite mobil zu sein und auf der anderen Seite auch mal euch irgendwo eine längere Zeit aufhalten zu können. Was wir tatsächlich ganz, ganz häufig haben, wenn jemand wirklich in einem Campingfahrzeug lebt, dann sind es meistens die Wohnmobile, denn die sind wirklich das perfekte Bindeglied zwischen diesem Komfort und dem Raumangebot, was man vielleicht auch zu einem richtigen Wohnerlebnis braucht, aber auch dieses Mobilsein. Ich drehe einfach nur den Schlüssel rum und fahre los. Und dann bin ich auf der ganzen Welt unterwegs. Um dann auch die Kategorien wieder zu benennen, die Preisrange ist natürlich beim Wohnmobil extrem krass. Also hier bei Hümer sind wir beispielsweise auch schon bei 180.000. Aber wir haben natürlich andere Wohnmobile, wie beispielsweise einen Sunlight, der dann auch schon bei 55.000 bis 60.000 Euro anfängt. Aber auch das ist natürlich möglich, ne? Hinten sind unsere Niesmann und Bischof. Da landet ihr dann halt gut und gerne auch mal bei 350 bis zu 400.000 Euro. Und das ist nicht unüblich. Also das sind so die üblichen Preisranges, in denen sich ein Wohnmobil bewegt. Was die Verfügbarkeit angeht, schneiden die Wohnmobile aktuell auf dem letzten Platz ab. Denn von den verschiedenen Fahrzeugen haben wir nicht so viel Grundrisse da. Das Problem ist natürlich, dass wir so eine große Vielfalt im Wohnmobilbereich haben, dass es schwer ist, von jedem Fahrzeug dann mal eins da zu haben oder auch mal die Grundrisse und Baureihen der verschiedenen Hersteller gut abzubilden. Mengentechnisch haben wir so viele Wohnmobile wie Campervans, aber dadurch, dass bei den Campervans halt immer nur 45, 600 oder 640 ist, sind die halt relativ einfach vergleichbar. Und bei den Wohnmobilen gibt es verschiedene Baureihen, verschiedene Grundrisse, also nochmal ganz, ganz viel mehr an Differenz und Varianz, die dann einfach zu beachten ist. Deswegen Verfügbarkeit aktuell leider nicht so gut. Auch das Thema Alltagstauglichkeit schneidet das Wohnmobil nicht so stark ab wie beispielsweise ein Urban Camper oder ein Campervan. Deswegen von uns auch ganz klar der Platz 3. Das Wohnmobil ist natürlich sehr, sehr gut, mal irgendwie von A nach B zu rangieren. Aber auch da haben wir meistens, und ich sage ja immer, der Brot- und Butter-Grundriss ist 7,40 Meter. Und ein Fahrzeug mit 7,40 Meter Länge ist natürlich schwer, auch mal irgendwo parken zu können. Und das ist eben auch ein Nachteil von dem Wohnmobil, beziehungsweise auch eben, was die Alltagstauglichkeit angeht, schwierig. Auch irgendwie mal schwerere Sachen oder so beladen
ist es halt alles nicht möglich. Kommen wir mal zum Thema Platz, wie viele Personen denn hier reinpassen. Also das ist jetzt mal so, wie ich schon gesagt habe, ein klassischer Wohnmobilgrundriss. Einzelbetten hinten, separate Dusche und Bad. Also hier in einem Hümer Modern Comfort als teilintegrierter ist natürlich dann schon auch ein schönes Wohnmobil. Also heißt, was das angeht, definitiv auf Platz 2. Es gibt auch genug Wohnmobile, auch im Einsteigersegment, zum Beispiel im Alkovenbereich, wo ihr mit 6 Personen verreisen könnt. Das heißt, ihr habt vorne 2 Sitzplätze, hinten 4 Sitzplätze, die sich gegenüber sitzen. Und diese Sitzplätze könnt ihr dann auch noch zu einem Bett umbauen. Was üblich ist, dass wir für 4 Personen Platz haben. Auch das ist in einem Wohnmobil ein großer Vorteil, denn der Komfort ist natürlich maximal. Also ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie ich mich hier in einem Wohnmobil bewegen kann. Das gleicht schon mehr dem einer Wohnung. Ja, und auch das hier jetzt beispielsweise unser Bad. Wenn ich jetzt hier reingehe, ich habe hier schon eine Duschkabine und keinen Vorhang mehr. Ich habe hier eine tolle Toilette, ich habe hier Platz. Und das ist natürlich dann auch nochmal hervorzuheben. Zumal ihr auch bei einem Wohnmobil dann häufig eine sehr gute Isolierung habt, gerade im Vergleich zum Campervan. Auch stauraumtechnisch, ja, also überall sehr viele Schubladen. Die Heckgarage hinten ist natürlich dann auch nochmal ein großer Faktor. Das heißt also, in der Kategorie schneiden die Wohnmobile an zweiter Stelle ab. Und wenn ihr jetzt beispielsweise auch im Einsteigerbereich unterwegs seid, kriegt ihr auch relativ viel für euer Geld. Also das heißt, der Quadratmeterpreis im Wohnmobil ist gerade im Einsteigersegment deutlich besser als eines Campervans oder eines Urban Campers. Wir haben ja noch eine Kategorie, nämlich die Kategorie Autarkie. Und da ist das Wohnmobil definitiv auf dem ersten Platz, denn ein Wohnmobil kann man mit fast unendlich viel Autarkie ausstatten. Das heißt, ihr könnt noch eine zweite Kassette mitnehmen. Ihr habt auch den Platz dafür, gerade wenn ihr zu zweit unterwegs seid. Ihr könnt jede Menge Solar aufs Dach hauen, gerade wenn euer Wohnmobil groß ist, wie jetzt zum Beispiel ein Niesmann und Bischof Flair. Da könnt ihr 300, 400, 500, 600 Watt aufs Dach an Solarpower packen, könnt aber auch nochmal dann das gleiche, also äquivalent dazu nochmal an Lithium-Batterien unten reinmachen, sodass ihr dann 300 oder 400 Amperestunden Lithium unten drin habt und könnt dann mit so einem Fahrzeug auch mal 2-3 Wochen ohne die Anbindung von dem Außenstrom stehen. Da lohnt sich dann beispielsweise auch ein Wechselrichter, weil der Wechselrichter natürlich dann auch etwas Strom zieht. Das heißt also, Autarkie, bin ich mit dem Wohnmobil eigentlich bestens versorgt. Ich habe große Tanks meistens, also größer als beim Campervan. Ich habe ordentliche Wasserpumpen drinne. Und bin dann dort meistens eigentlich ganz gut unterwegs. Kommen wir zum kleinen Mini-Fazit, was das Wohnmobil angeht. Die Vorteile habe ich euch ja auch schon ein bisschen genannt, aber ich will sie euch noch mal kurz zusammenfassen. Hoher Komfort im Fahrzeug, guter Quadratmeterpreis, sehr viel Varianz, also sehr viel Auswahlmöglichkeit auch und eine, ja, so ein bisschen auch das Allround-Talent im Wohnmobil zu sehen. Ihr habt Vorteile vom Wohnwagen gepaart mit Vorteile von dem Campervan, also definitiv. Was auch noch der Fall ist, ja, ihr habt sehr viel Platz im Innenraum, ihr könnt auch mal mehr Personen mitnehmen, ihr habt also wirklich so das Ganze einfach zu einem guten Allround-mäßigen Fahrzeug und auch da durch die Varianz einfach ganz, ganz viel Auswahlmöglichkeit. Auch Vorteile, die der Wohnwagen ebenfalls besitzt, gute Isolierung, also fast alle Wohnmobile sind mittlerweile winterfest. Klar, im Einsteigersegment seid ihr noch bei dem Begriff wintertauglich, aber auch da auch mal im Winter zu verreisen mit einem Wohnmobil. Stauraum, jede Menge, ne? Fast jedes Wohnmobil hat genau diese Garagengröße, wo auch extrem viel reinpasst. Also das sind alles diese Vorteile, die im Wohnmobil eigentlich ganz gut vereint sind. Thema Autarkie ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auch das großer Pluspunkt. Mit Platz 1 von den anderen drei Fahrzeugen abgeschnitten, denn Autarkie ist hier eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt es mit sehr, sehr viel Batteriepower ausstatten. Ihr habt auch meistens noch die nötige Zuladung. Wo allerdings der Nachteil ist, ist ganz klar im Fahrkomfort oder im Reisekomfort. Ja, da würde ich schon fast sagen, dass es beim Wohnmobil am höchsten ist. Wenn ihr natürlich im teuren Segment unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch mal ein Motorrad mitnehmen oder einen Roller. Wenn ihr genug Anhängelast habt, vielleicht auch sogar mal einen Kleinwagen, das geht auch. Aber das ist natürlich dann trotzdem, also mit einem Wohnmobil auf der Autobahn zu fahren, ist etwas unentspannter. Das könnte man vielleicht jetzt auch auf den Wohnwagen übertragen, aber auch das ist eher ein Nachteil vom Wohnmobil.
Wir haben auch hier das Thema der Führerscheinthematik. Also klar versuchen die Hersteller immer mehr auf 3,5 Tonnen zu sein. Aber trotzdem mit den neuen Führerscheinen wird es immer schwieriger, ein Wohnmobil in der Größe dann auch zu bewegen. Vor allem, wenn ihr mal mit mehr Personen wegfahren wollt. Da ist eben auch so das Thema, wenn ihr mal auf der Autobahn seid, die Seitenwindanfälligkeit, die so ein Wohnmobil mit sich bringt, natürlich dann auch echt ein Thema. Und klar, vom Quadratmeterpreis her sind wir zwar beim Wohnmobil extrem gut, gerade im Einsteigersegment, aber wenn ich schon gerade gesagt habe, dass wir teilweise bei bis zu 350.000 Euro landen und da habt ihr mal ein Fahrzeug mit Platz, mit 9,20 Meter, also alle Autos, die eigentlich so über 9 Meter haben, wo der Wohnwagen 60.000 kostet, ist es dann halt beim Wohnmobil gleich exponentiell deutlich höher. Also da handelt es sich nicht um ein paar tausend Euro mehr, sondern da sind es gleich hunderte von tausend Euro mehr. Und das nötige Kleingeld und Budget muss man erstmal für so ein Fahrzeug aufbringen. So, das war's zum Mini-Fazit vom Wohnmobil. Jetzt haben wir das Gesamtfazit. Da will ich einfach nochmal auf die verschiedenen Kategorien kurz eingehen. Aber ich verspreche euch, ich mache es kurz und knapp, dass ihr dann auch gleich wieder aus dem Video entlassen seid. Erster Punkt ist nämlich der Wohnwagen. Ich habe euch gesagt, der Wohnwagen ist eigentlich ideal, um Start und Ziel zu haben. Das heißt, ihr fahrt mit dem Wohnwagen an den Campingplatz und habt dort dann den Vorteil eures Zugfahrzeuges und könnt diesen Campingplatz rundherum erkunden. Beim Wohnwagen ist eindeutig die Stärke der Preis und die Geräumigkeit. Also geringer Preis und sehr hohe Geräumigkeit. Das heißt, Preis-Leistung für den Platz, den ihr in einem Wohnwagen bekommt, ist wirklich sehr, sehr gut. An zweiter Stelle haben wir den Urban Camper. Der ist eigentlich das perfekte Alltagsfahrzeug und auch ideal, um mal eine Nacht mal irgendwo zu überbrücken. Vielleicht jetzt nicht ideal, um dort 2 Wochen oder 3 Wochen drin zu sein. Auch das machen Leute und auch das ist definitiv auch ein Fallzweck für einen Urban Camper. Aber wirklich perfekt, um mal wirklich längere Fahrten zu überbrücken und dann auch mal die Möglichkeit zu haben, da drin zu schlafen. Die hohe Alltagsfähigkeit, habe ich schon genannt, ist auch ein großer Vorteil, den der Urban Camper mit sich bringt. Also wahrscheinlich am alltagstauglichsten im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Wir haben noch den Campervan. Dort habe ich euch auch gesagt, ideal ist der Campervan wirklich, um mal 2-3 Wochen Urlaub zu verbringen und dann verschiedene Stationen anzufahren. Dazu könnt ihr natürlich auch das Wohnmobil benutzen, aber mit dem Campervan seid ihr natürlich deutlich flexibler. Das heißt, mit einem Campervan lohnt sich das einfach viel mehr, dann wirklich nur eine Nacht an einem Ort zu verbringen und dann einfach weiterzufahren. Beim Wohnmobil würde man vielleicht noch 2-3 Nächte draus machen, weil man das Ganze dann wieder aufbauen muss. Man hat vielleicht noch eine Hubstützenanlage. Das ist beim Campervan einfach der große Vorteil. Auch da habt ihr schon so das nötige Maß an Wohnmobilkomfort geboten, aber seid natürlich dann auch etwas beschränkter im Platz und habt natürlich auch da noch nicht so diesen tollen Wohnkomfort, den ihr dann beispielsweise bei der von uns letztgenannten Kategorie habt, nämlich den Wohnmobil. Und da ist es natürlich dann so, dass da habt ihr eigentlich so die größte Range zwischen 60 und ja, bis zu 400.000 Euro. Es gibt natürlich auch noch viel teurere Wohnmobile, aber das ist dann wirklich so ein kleines Haus auf Rädern. Also da habt ihr wirklich so diese Vorteile von einem Campervan vielleicht gepaart mit den Vorteilen von einem eigenen, mal selber irgendwie zu wohnen. Also Wohnmobil ist vielleicht perfekt, um mal eine Woche dort zu verbringen, eine Woche dort zu verbringen und dann wieder weiterzufahren und eine Woche dort zu verbringen. Oder auch mal wirklich diese klassischen Mehrtagestrips, wo man sich einfach mal kurz hinstellen kann und dann nach ein paar Tagen einfach wieder fahren kann. So, für euch ist jetzt ganz wichtig, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Wäre es natürlich auch noch sehr gut, wenn ihr die Glocke aktiviert. Mein großes Bestreben war mit diesem Video natürlich, euch heute so ein bisschen mehr Klarheit in dieses ganze Thema zu bringen und auch einfach schon mal von vornherein die Frage zu klären, wo ihr da am besten angesiedelt seid, bei welchem Produkt. Ist es der Wohnwagen, ist es der Urban Camper, ist es der Campervan oder ist es das Wohnmobil? Also die 4 Kategorien haben wir heute unterschieden und ich bin zuversichtlich, dass ich euch zum nächsten Mal wieder sehe.